Ciao zusammen und willkommen zurück zu Farm Together, der zweiten Folge 2022. Wir spielen die Flachland-Map, wie ihr vielleicht bei der ersten Folge gesehen habt. Jetzt geht es darum, natürlich möglichst schnell ein bisschen voranzukommen. Und das macht ihr natürlich am besten wie auf einer anderen Map, indem ihr einen Booster holt. Für die, die das nicht kennen, ihr könnt anderen Farmen joinen. Ich bin jetzt hier auf einer befreundeten Farm gelandet, habe ein bisschen Sprit getankt. Und durch das, wenn ich dann richtig klicke, durch das kann ich jetzt hier mir einen Booster holen. Wenn ihr jetzt seht, oben links seht ihr mein Level, ihr seht die Spritanzeige. Wenn ich jetzt hier anfange, was zu machen, kommt eine Anzeige mit einem Blitz, eine Minute. Je mehr ich mache, umso mehr füllt sich die Anzeige. Das ist bis zu einem Maximum, glaube ich, von, wenn es noch so ist, 1,5 Stunden kann ich es aufpeppen. Das kommt aber auf euer Profillevel an. Einige können dann nur 15 Minuten, 30 Minuten, das steigert sich dann nach und nach. Das, was ich jetzt hier reinhole an Minuten, die da oben gezählt werden, durch meine Hilfe bei jemand anderem, das müssen nicht befreundete Farmen sein, joint einfach irgendwo, am besten immer ein bisschen auf größeren Farmen, damit ihr reichlich zu tun habt und euren Booster holen könnt. Wir sind ja mit unserer Farm erst Stufe 2, glaube ich. Habe aber nochmal alles angepflanzt, Salat und so. Es ist nicht viel, aber es gibt schlussendlich einfach doppelt. Doppelte XP vor allen Dingen. Das ist für uns jetzt wichtig, damit wir möglichst viele Sachen weiter freispielen und freischalten, um die anpflanzen zu können oder hinzustellen, die uns dann im Verlauf des Gameplays einfach Geld geben. Und natürlich eben die XP, die nötigen. Ich werde jetzt hier nicht lange sein. Vielleicht ja 5-6 Minuten rausholen, weil das reicht. Wir haben nicht viel, wir haben nicht viel zum Ernten. Das wird reichen, um die Map bei mir abzugrasen. Später werdet ihr ziemlich viel höhere Booster benötigen, aber es lohnt sich. Und es ist natürlich auch immer schön, ne? Je mehr ihr natürlich auf fremden Farmen joint und die Leute auch anwesend sind, die kommen oft dann auch zu euch schauen. Sie sehen, ah, da ist der und der gejoint. Ich gehe da auch mal vorbei und schaue, was der für eine Farm hat. Haben wir noch gerade was zu tun? Bisschen Sprit habe ich. Man kann nicht überall alles machen. Ich weiß nicht, ob ich füttern kann. Genau, hier ist Aktion nicht erlaubt. Also das ist auch so eine Einstellung. Ich sage euch ja auch immer wieder, wenn ihr beginnt mit der Farm, ihr könnt die Rechte einstellen. Ich werde dazu noch ein Video machen. Stellt die Rechte auch so ein, zum Beispiel, dass die Tiere nicht gefüttert werden können. Das ist nie böse gemeint von anderen Spielern. Ist einfach so automatisch, wie ich das jetzt nämlich auch gemacht hätte. Ist man aber knapp bei Kasse, gerade im Low-Level-Bereich, kann das echt schnell hinten rausgehen und dann werden die Tiere gefüttert, die wahnsinnig viel Geld kosten und ihr seid pleite. Und das kann man alles wirklich spezifisch einstellen, damit das nicht möglich ist, sollten Leute joinen. Dasselbe gilt auch, dass ihr zum Beispiel einstellen könnt, dass sie zum Beispiel die Blumen nicht ernten können. Egal wer kommt, die haben nicht die Berechtigung, Blumen zu ernten, weil ihr denkt, okay, ich will das mit dem Booster ernten, die geben mir viel XP. So, wir haben jetzt 6 Minuten. Jetzt gehen wir zurück auf die Farm. Machen wir weiter. Und die laufen ab jetzt, wie ihr sehen könnt, sogar mit einer Sekundenanzeige. Okay, jetzt mal schauen. Ich pflanze jetzt nichts an, damit wir die Zeit möglichst effektiv nutzen können. Das könnte tatsächlich knapp werden. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja gar keinen Tracker habe. Aha. Aber durch das jetzt, die Karotten sind fertig. Nein, ich will nichts anpflanzen. Werden wir nämlich auch gleich die Quest beenden. Die wir noch von der ersten Folge aus offen haben. Und dann schauen, was da gewünscht ist. Ja, jetzt haben wir genügend Karotten, meine Güte. Noch eine. Zucchini, Kohl, tropischer Fisch. Okay, Zucchini, 15 Minuten brauchen wir 10. Jetzt werde ich die gleich anpflanzen, solange die Jahreszeit noch passt. Gehen auch nicht lange. Tropischer Fisch haben wir. Ich glaube, das ist der. Ja, da hinten, ja. Ich bin der Meinung, den haben wir. Da
Das ist der typische, den wir geschenkt bekommen haben zu Beginn. Früher war das ja so, da hatten wir noch gar keine Tiere auf einer neu erstellten Map. Noch 4 Minuten. Eben, es ist jetzt, wie ihr sehen könnt, also für den XP, es ist nicht mega viel. Aber zu Beginn, es macht schon was aus. Also auch wenn ihr den Salat mit dem Booster holt. Wenn ihr da Lust habt, macht das. Also unbedingt. Natürlich alles hier wieder voll. Und sogar hier das Geld wird verdoppelt. Das kriegen wir 24 statt 12. Bäumchen noch ernten. Seht ihr, den Ertrag ist doppelt, die XP sind doppelt. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Kurz verkaufen. Wir haben zu Beginn auch ein ziemlich kleines Lager. Das könnt ihr mit mehreren Ständen erhöhen. Also wenn ihr zum Beispiel 2 Stände, Verkaufsstände von derselben Sorte hinstellt, da besteht die Möglichkeit, dass ihr das erhöhen könnt. Oder ihr kauft natürlich gegen Diamanten noch ein bisschen was am Lager. Das werden wir dann machen. Das Feld hier bin ich am Wegräumen. Das stand von Anfang an hier. Das will ich hier nicht. Das mache ich jetzt mal weg. So. Wir machen. Jetzt haben wir 15 angepflanzt. Ich gehe jetzt auf Salat, geht 5 Minuten weniger lange, damit einfach was dasteht, bis die Jahreszeit endet und ich die weiteren Questgegenstände anpflanzen kann. Deswegen, ich gehe da immer auf Salat oder auf Karotten, je nachdem. Also ich schaue auch immer, wie lange werde ich spielen oder gehe ich nachher vielleicht Mittagessen oder was auch immer. Dann pflanze ich natürlich Sachen an, die ein bisschen länger gehen. Dann ist auch der Ertrag ein wenig höher. Aber wenn ich jetzt so weitermache, wird das mit dem Booster nichts. Also nicht reichen, vor allen Dingen. Ich rush mal durch, damit wir da wenigstens ein bisschen was rausholen noch. War jetzt ein bisschen knapp, ne? 5 Minuten. Ich hoffe, ich vergesse nicht, ab Stufe 5 den Goldtopf hinzustellen. Das ist auch immer so ein Ding. Nein! Mach schon. Schon wieder voll. Okay, ich werde jetzt hier... Komm schon. Ich winke! Noch einen zweiten Verkaufsstand hinstellen. Das hat immer eine Abklingzeit von 1 Minute. Deswegen konnte ich jetzt gerade nichts verkaufen. Weil es ist jetzt im Low Level ist einfach schade. Alles, was drüber hinweg geht, ist schade, wenn wir das nicht nutzen. 20 Sekunden nehmen wir das. Gibt noch XP hier. Ja, das reicht nicht, Mensch. Okay, das nächste Mal brauchen wir mehr. Auch keinen Tracker haben. Naja, aber immerhin, so ein bisschen was rausgeholt. Fast Stufe 4 erreicht mit der Map. Doch, ha! Cool.
Also Zucchini haben wir genug. Dann brauchen wir den Kohl, 10 Stück noch. Und dann machen wir den Rest vom Feld wahrscheinlich mit Karotten. Die Karotten sind auch immer gut, ihr habt ja gesehen. Also jedes Gemüse, das ihr anpflanzt, das levelt mit. Je öfter und je mehr ihr anpflanzt und das aberntet, das hat auch ein Level. Je nachdem benötigt ihr für gewisse Sachen zum Freischalten ein gewisses Level. Das heißt, die Karotte zum Beispiel, wenn die Stufe 30 erreicht, werdet ihr die lila Karotte freischalten. Und das handhabt sich eigentlich mit einigen solchen Gemüsesorten, nicht mit allen. Das dann eine Voraussetzung ist, damit ihr weitere Gemüsearten und Sorten freispielen könnt. Deswegen mag ich es, wenn ich zu Beginn oft mal auf Karotten setze. Die gehen 20 Minuten, je nachdem, was ihr dann noch am Machen seid, ist das ja nicht so lange. Vielleicht das ein oder andere Mal noch kurz gießen und dann habt ihr das, geht die Zeit auch fix um. Ich werde jetzt dann Platz lassen für 10 Stück, habe ich gesagt, noch. Und den Rest, ich glaube, ich mache dann Karotten hin. Levelt das noch ein bisschen. Gleich hätten wir die nächste Jahreszeit. Kohl. Wann kann ich denn Kohl? Doch, das geht. Frühling ist gleich. Kostet 100, geht 45 Minuten. Ja. Mache ich Karottchen. Jetzt haben wir schon wieder 10.000. Geht uns gar nicht mal so schlecht. So, okay, also Kohl, 10. Ich glaube, das ziehen wir gerade durch hier bis rüber. Und dann mache ich hier Karotten hin. Dann, wenn noch Geld übrig ist, ist ja auch das, was wichtig ist, pflanzt erstmal die Felder. Dann ist das Geld, das ihr einholen könnt. Das, was übrig ist, da können wir schauen, ob wir vielleicht sogar noch den ein oder anderen Fisch kaufen, um diese Quest abschließen zu können. Erstmal Tierchen füttern. So, wir haben jetzt noch 7.000. Oh, das ist auch fertig. Cool. Kann ich endlich das Feld hier wegmachen. Ich werde ein bisschen auch auf Fische setzen. Das ist einfach wie bei den Blumen. Das ist eine Investition, die ihr einmal tätigt und könnt immer einkassieren. Wir kaufen Fischis. Und zwar werden wir noch ein paar tropische Fische kaufen. So. Und wir kaufen noch ein Aal. Das ist ein bisschen teurer. So. Mehr machen wir nicht. Okay. Dann haben wir freigeschaut. Für die Hühner ein Eierstand. Also das werde ich jetzt auch hinpappen. Ist wahrscheinlich noch nicht ganz voll, aber können wir die Eier verkaufen und brauchen wir natürlich für die Fische.
Ich pop das alles da absichtlich hier hin. So ein bisschen beieinander halten. Das wird später alles noch auseinandergezogen. Dann die Tanke, aber wir haben noch zu wenig Medaillen. Können wahrscheinlich mit Abschluss der nächsten Quests werden wir das hinkriegen. Zitronenbaum gibt uns Äpfel für 200. Haben wir ja schon. Mandelbaum ist neu. Es gibt einfach nicht so viel. Ich finde das einfach immer so ein bisschen mühsam. Wir warten. Tiere, habe ich auch gesagt, werden wir erst zu gegebener Zeit, sollte eine Quest kommen, hinstellen. Blümchen, die Apfelrose, da haben wir zwei. Und von der Marguerite haben wir auch zwei. Lassen wir. Dann müssen wir ein Gästebuch hinstellen. So, kann man sich eintragen. Ansonsten Dekozeug werde ich alles stehen lassen hier. Das alles weg. Straßen auch erst später, weil wir benötigen unbedingt dann die Diamanten, um die Landerweiterungen kaufen zu können. Deswegen gebe ich da nicht gerne solches Zeug aus. Und jetzt muss ich gucken. Hier. Das kann ich stehen lassen. Das gieße ich jetzt auch nicht. Also, wie ihr gesehen habt, also Booster holen, mal ein bisschen zeitbedingt, je nachdem wie groß eure Farm natürlich ist mittlerweile. In der nächsten Folge werden wir mal kurz das Menü anschauen, wie ihr das alles einstellen könnt, damit euch nicht Sachen abgeerntet werdet auf der Farm, die ihr selbst ernten möchtet mit dem Booster. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!